Karriere war natürlich etwas, was mir wichtig war. Schwere Aufgaben gehabt, sehr viel Stress, aber gleichzeitig Party, Spass, Sport. Was mich am meisten interessiert hat, ist Extremsport, Grenzerfahrungen. Ich war ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich habe relativ mehr zu wenig Zeit für mich genommen. Wenn ich mir Zeit für mich genommen habe, habe ich irgendwelche Kontrastmittel, also illegale Substanzen dazu genutzt, irgendwie Spass zu haben. Und schlussendlich ist es dann am einen Abend mal ausgeartet. Und seit dem Abend bin ich da. Also Kontrollverlust. Ich bin ausgeflippt, ich habe jemanden verletzt, den ich eigentlich gern hatte. Ja. Und schon gewusst, dass es irgendwie immer böse endet. Aber keiner hätte damit gerechnet, dass das so wird sein. Aber ja, eben, und schlussendlich hat dann eines zum anderen geführt. Also, meine Wohnung ist ein halbes Jahr lang belagert worden. Also, ist nicht freigegeben worden. Dort sind diverse Sachen gsi, die nicht so groß gsi sind, etc. Also, ja. Ja, ich bin grundsätzlich dafür zuständig, dass ich das Essen serviere und dass ich die Station eigentlich am Leben erhalte, also sprich Sauberkeit und Ordnung. Ja. Das ist meine Tätigkeit. Ich bin da sehr selbstständig. Ich kann mir das einteilen. Und wenn es Fragen gibt oder schon irgendwelche Hilfestellungen, dann kommen die Leute meistens zu mir. Und wenn man vorab wissen will, die Stelle, dass sie sich melden oder so, wie man halt ein bisschen engeren Kontakt steht. Grundsätzlich ist es eine doofe Position, weil sie ist nicht vertrauenswürdig auf alle Seiten. Das heisst, oben runter vertraut man mir nicht, unten rauf vertraut man mir nicht, wenn ich die Sache falsch machen würde. Aber da ich einfach ein Collector bin und mehr oder weniger Informationen sammle und für mich behalte, kann man die Situation eigentlich gut handeln. Morgen. Guten, bitte. Schlussendlich die Leidtragenden sind primär nicht mal die Insassen, sondern nein, ich bin Brüder, Sohn, Vater. Ich möchte mein Kind erziehen, für ihn da sein, ihm helfen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Das fällt alles weg. Ich spüre das schon immer wieder, dass man eigentlich gebraucht wird und dass die Leute einen vermissen. Das ist sehr schön und gleichzeitig auch sehr schmerzhaft. Gut, dann. Okay. Gleichfalls, merci. Das Gefühl da in, kann am einen Tag kommt man besser mit zurecht. Man kann damit umgehen, man kann sein Pokerface anlegen. Und, oder wirklich auch von innen aus, eben, indem man die Zufriedenheit hat, wirklich die Offenheit am anderen gegenüber zu garantieren, ohne damit und ohne dass man Angst hat, irgendwie etwas können zu verlieren. Es gibt andere Tage, da ist man schon wirklich schwer melancholisch. Also es gibt ganz schlimme Tage, da kommt man ganz schlecht mit zurecht. Das ist ein Ort der Depression. Also es ist, ich finde es zum Teil ein bisschen aberwitzig, dass da innen noch irgendwie Antidepressiva verteilen. Das ist wie wenn man im verstochenen Pneu irgendwie Luft einpumpen würde. Also, es ist aber auch wichtig, dass man gerade die schweren und tiefen Zeiten für sich selber auch kann nutzen kann. Und trotzdem erfreut man sich dann auch wieder an den Kleinigkeiten. Gesten, Geschenke, was auch immer. Es ist, ja,
trotzdem hat man dann irgendwie wieder das latente Misstrauen, dass durch das natürlich wieder etwas verlangt wird, oder? Dass das immer Austausch stattfindet. Das ist interessant. Aber es ist schwer. Die Frage ist, was passiert, wenn man jemanden einsperrt? Was wird man damit bezwecken? Wie einzig und allein mit der Bestrafung ist es ja nicht getan. Wie kann ich den Menschen dazu bewegen, dass er einsichtig wird? Oder die Schuldfrage an und für sich, wo in vielen Fällen offen und auch nicht gerechtfertigt ist. Aber jetzt nur mal das Verhalten zu verändern von einem Menschen, dass er die Einsicht hat, dass er jetzt etwas unrechtsmässig gemacht hat und dass er das in Zukunft nicht mehr macht. Ihm die Einsicht zu geben, indem er ihn einsperrt, ist von mir aus gesehen, ist fast fahrlässig, weil da drin ist er schlussendlich wieder mit den gleichen Leuten, also der gleichen Art von Leuten zusammen, nämlich mit Leuten, die einen Fehler gemacht haben. Und ich denke, je länger das eine Strafe ist, je mehr lehnt die Gesellschaft ihn ab. Aber der Insasse wird dann über die Zeit die Gesellschaft als wie mehr ablehnen, weil er sich natürlich auch veropfert fühlt. Und jeder Mensch, der sich probiert, in die Situation hineinzuversetzen, wie es einem Gefangenen geht, der muss das auch verstehen, dass er die Gesellschaft schlussendlich nicht mehr kann. Gleich ernst nehmen, wie er reingekommen ist. Wie am Anfang tut es weh, wirkt es abschreckend. Das Problem ist, dass sich der Mensch an alles gewöhnt, gerade an die Haft. Nicht eine Gewöhnung im Sinn von akzeptieren, es ist gut, sondern im Sinn, dass der innere Widerstand gebrochen ist. Ja, und man dann muss auf dem aufbauen, wie der Widerstand wird gebrochen. Erstens dadurch, dass man die sozialen Kontakte verliert. Der Widerstand wird gebrochen, dass man keine wirklich relevante Aufgabe mehr hat in dieser Gesellschaft. Und ja, das vernachlässigt einem. Es gibt einem eigentlich auch nicht mehr wirklich das Bedürfnis, weil die Resozialisierungsmassnahmen da ich kann jetzt nur von da reden, sind einfach, man hat Leute, die lange da sind, haben keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Irgendwo vielleicht beschränkt vereinzelt die Fernstudium, aber das wird nicht jedem gegeben sein. Man kann kann man vielleicht gewisse Qualifikationen erreichen, aber auch, ist auch beschränkt. Also, eben, das ist natürlich immer die Frage, wie will man den Mann in unserem Fall, wie will man den wieder zurückschicken, wie will man den integrieren, wie will man den darauf vorbereiten, dass er wieder ein aktives und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft wird. Es ist nicht einfach, über das Gefängnis zu reden. Und wenn man da alles überspielen will und ich bin der Coolste, Pokerface, nein. Wenn man sich da nicht selber betrügt, weiß ich auch nicht. Man will nicht angreifbar sein, man will keine Schwäche zeigen. Aber trotzdem denke ich, dass jeder da innen die gleichen Nöte und Sehnsucht hat nach Nähe, Liebe, Einheit, Freude, Wertschätzung. Das sind alles Sachen, die sehr surreal sind.